Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Necrons. Ja, ihr seht, was beim letzten Mal passiert ist. Jetzt geht's weiter. Wir haben hier tatsächlich einen kompletten Sektor verloren, ey. Das ist echt bitter. Jetzt hoffe ich mal, dass es dieses Mal hier ein bisschen besser läuft. Ey, ohne Witz, ich will das Schlachtschiff am Anfang dabei haben. Was soll denn der Käse? Das ist doch... Ohne Witz, also eigentlich soll dieses Schlachtschiff am Anfang dabei sein. Weil die sterben ja eigentlich beim Zug zum Instant weg. So, rein damit. So muss das passen. Wenn danach noch was übrig ist, okay. Aber ich brauche jetzt hier nicht noch mehr Verluste. Ich denke, es wird wichtig, in Zukunft solche Angriffe wirklich komplett zu verhindern, indem wir einfach sagen, quasi Angriff abbrechen. Durch viele Schlachtpläne. Dass den Gegner halt einfach dermaßen verwirren, dass da nichts passiert. Obwohl ich da auch in der Gesamtkontext irgendwie den Begriff Schlachtpläne auch irgendwie nicht mehr ganz passend finde. Dann sind wir mal ehrlich. Warum sollten meine Schlachtpläne den Gegner darin verhindern können, anzugreifen? Na gut, es gibt schon Szenarien, die ich mir das vorstellen kann. Dass man irgendwie sabotiert oder sowas in der Art. So könnte ich mir das noch erklären. Ist da ernsthaft schon gerade einer gestorben? Ja. Diese Versager. Oh mein Gott. Ich schick schon mal das Ding jetzt da hinten hin. Diese Versagerviecher haben sich da schon gegenseitig gekillt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir fangen hier die Gargülen schon mal ab. Da kommen sie. Das war wirklich haarscharf dran vorbei. Da ist schon der erste. Dann sollten wir auf jeden Fall mal dahin springen. Der ist zu langsam, der Junge. Der größte ist immer zu langsam. Zack, zack. Hey, die haben irgendwie den Schaden dieses Dings. Die haben den Schaden des transdimensionalen Blitzes verringert und zwar ordentlich. Oh. Ich finde das nicht gut. Ich prangere das an. Meine Lieblingswaffe haben sie kaputt gemacht. Mäh. Ich prangere das an, ey, aber sowas von. Okay, warte mal, wir müssen jetzt erstmal aufs Gehirn gehen. Ich will, dass sie keine Special Abilities mehr einsetzen können. Der ist schon so gut wie tot, aber egal, kann man ja trotzdem aufs Gehirn gehen. So. Ja, das ist egal, das ist egal, das ist egal. Das ist nur meine eigene Bubble. Meine Bubble des Todes hier. Der hier ist schon so gut wie down. Egal, ich mache natürlich trotzdem das noch. Es wäre ja dämlich, es nicht zu tun. Aber... Oh Mann. Und schon ist ein Schiff leer. Bin dagegen. Den habe ich aber, glaube ich, nicht damit angezündet. Ne? Das kann... Oh, fuck, oh Mio, du sollst da drin nicht rumfliegen. Das ist doch Wahnsinn. Shit. Was war denn das gerade für eine Nummer? Das Hardcore hier. Du kannst jetzt mal da reinspringen. Und das hier machen, das macht Sinn.
Genauso du jetzt hier rein. Toll. Ja, der hat gerade mal einen Schritt nach vorne gemacht mit seinem Jump. Ach ja, wie schön. Muss gleich noch reinfliegen, ey. Die machen uns ganz schön leer hier. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Hier habe ich ja schon mal Schaden verursacht. Ich weiß gerade eben gar nicht, was ich denn machen soll. Das ist total verwirrender Käse hier. Es ruckelt auch die Hölle. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht warum. Das hatten wir so noch nie. Ich habe auch eher so das Gefühl, dass die uns eher leer machen als wir sie. Und wieder ist ein Schiff leer. So, der hat jetzt auch noch was abgekriegt. Hier mal noch den da los. Oh Gott, der ist gleich down. Das wird abgebrochen werden. Scheiße! Ja, ich hab's schon gesehen, dass das nichts werden wird. Der ist getarnt, jetzt hier diesen Nebel von dem. Toll. Ich beschwere mich nicht, auch wenn es seltsam ist. Der flieht, den will ich nicht versenken. Du kannst den halt keine Angst machen. Nee, seht ihr, warum diese Fähigkeit einfach nur scheiße ist? Ist halt wirklich einfach nur schlecht. Du kannst die Hälfte der Gegner kannst du dann mit diese Super Special Ability von diesem Schlachtschiff und die Hälfte der Gegner, Tyranniden, aber auch richtige Space Marines, kannst du damit nicht schocken. Für was soll denn das gut sein? Gib mir doch eine gescheite Waffe. Und nicht irgendwie so ein Pipifax-Mist. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Komm. Jetzt ist der wieder da, der Kollege. Darauf hatten wir auch gehofft. Dann auch Sachen hier repariert. Gehören. Es ist einfach nur das blanke Chaos, was hier gerade ist. Oh Gott, guck mal, der Dicke. Der Dicke ist da. Oh, auf den habe ich sowas von keine Lust, ey. Das ist die fliegende Spaßbremse. Dann gehen wir es hier mal alle auf Nachladen. Beste, was wir jetzt hier tun können. Geh mal näher ran. Ihr geht so ran. Der hat ja eh keine Moral. Aber wisst ihr, selbst die anderen haben ja nicht auf den Moral-Debuff reagiert. Das war ja die Härte. Also den einen da, den wir da gerade eben eingesetzt hatten, ne? Das fand ich schon krass. Jetzt wurden wir geentert. Das macht die Sache natürlich umso lustiger. Wie gesagt, das ist eine Fähigkeit, die einfach nichts bringt. Macht's tot. Macht's tot. Fliegt nirgendwo mehr hin. Wenn's nach mir geht. Und der ist aber trotzdem gleich down. Aber ich werde ihn trotzdem nicht leer kriegen. Der hat einfach zu viele Schlawiner.
Also habe ich das falsche Bewaffnung aktiviert. Egal. Maximale Verwirrung. Er ist down. Er ist down. Wir haben gewonnen. Seht ihr, das ist das Schöne an Tyranniden. Es geht einfach so herrlich schnell. Es geht einfach so herrlich schnell. Oh Mann, 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 oh Mann. Ja. Da haben wir das Leitschiff verloren. Schade drum. Aber es waren jetzt wieder mal harte Verluste, die wir hier einstecken mussten. Sehr harte Verluste. Aber wir haben das Gebiet jetzt hier gesichert. Kann ich jetzt hier eigentlich nochmal irgendwas bauen? Nichts Sinnvolles, okay. Erstmal zurück jetzt dahin. Da brauche ich einen neuen Kommandanten. Oh, das finde ich cool. Der kommt gleich mit sowas da an. Ich muss gucken, welche Fähigkeit ich nehmen will. Ja, Blitzverbindung, Kugel der Wiederbelebung. Ja, bitte, Kugel der Wiederbelebung. Das ist der gute Kram. Und du gehst auch da hinten hin. Dolmentor lassen wir mal dann einfach mal so stehen. Auf jeden Fall wichtig ist, das meiste haben wir verteidigt. Im Agrippina ist das uns nicht gelungen. Scheiße. Ach, wie ungeil, ey. Jetzt haben wir wieder Chaos hier im Agrippina. So viel zum Thema, meine... Oh, wollte mich trollen, sag mal, wie oft kommt denn da was? Amarken. Ein Typ ist mir gefragt. Immer Chefsache und so. Ja. Baut jetzt hier erstmal aus. Schlachtschiff da rein. Bestätigen. Dann bitte. Was sind das? Ah. Noch Schiffe zurückziehen, Flotte zurückziehen. Aha. Nee, das mache ich natürlich nicht. Den Typen brauche ich jetzt halt auch im Agrippina, weil eine Flotte alleine das ja eh nicht wuppen kann. Uff, da. Und wieder nicht ein Ja. Und schon sind unsere Punkte alle wieder beim Teufel. Okay, das hier wird wahrscheinlich verteidigt werden können. Bis dahin. Ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher. Eigentlich wollte ich ja woanders hinspringen mit den Schiffen, ne? Aber jetzt muss ich hier schon wieder alles machen. Sentinel. Nein. Sorry, aber den will ich nicht. Ich will den einfach nicht, diesen Angriff. Den kann ich nicht abwehren. Das ist eine Tausenderflotte. Ich brauche ich hier nicht mehr. Dann schicke ich dich in die Sentinel Worlds. Damit du dich darum kümmerst. Okay. Das ist der Wahnsinn. Belis Corona. Wie gesagt, haben wir jetzt hier schon angefangen. Ich darf ja nicht vergessen, hier kommt ja auch noch dieser schicke Angriff. Wo ich eigentlich ursprünglich dachte, hey, das verteidigen wir jetzt kurz mal so ein bisschen, ne? Am Arsch. Am Arsch die Räuber. Moment, dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Der ist genau dahin gesprungen. Er hat noch gar nichts gemacht, aber das hat auch verdammt gute Gründe. Der muss das jetzt hier noch abwehren. Doch, der hat was gemacht. Okay, dann Zug beenden. Dann haben wir noch diesen Angriff hier. Ach, machen wir erstmal den da. Na gut, noch mehr Tyranniden. Noch viel mehr Tyranniden.
einfach mal so mitten ins Schlachtschiff reingeflogen mit der Kamera. Okidokili. Es ist ein ganz normales Gefecht. Bin ich jetzt auch ein bisschen dumpf, was es angeht. So. Ihr seid die Nummer 1. Das hat aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Dachte ich, hätte es ihm gesagt. Mich wohl geirrt. Da vorne kommt der erste Kontakt schon. Klingt so, als ob die von da kommen würden, aber ich glaube, das ist einfach nur. Ja, es ist, man hört es nicht wirklich, wo die herkommen. Es ist einfach nur so ein Soundeffekt halt einfach. Oh Gott, da ist was Großes da hinten. Da ist der Große, der Dicke, der Hässliche, der Stinkende. Jo, da ist er. Ihm machen wir mal sein Gehirn kaputt. Und ansonsten hoffen wir auch noch ein paar andere Dinge. Ich gehe mal auf Nachladen, denn es bringt nichts jetzt hier irgendetwas anderes zu wählen. Oh, hello. Der hat sich aber gerade echt Mühe gegeben zu sterben. Aber wie viele sind denn das? Guck mal, auch hier, jetzt habe ich ihm wieder Angst gemacht. Die kriegen keine Angst. Das ist so lame. Du kannst denen keine Angst machen. Jetzt kann man natürlich darüber argumentieren, ja, es sind ja auch Tyrannen. Aber warum haben die denn einen Moralwert? Solange das Flaggschiff von denen hier quasi, was ja der Typ da ist, also das synaptische Schiff da, keine Angst bekommt, bekommen die gar keine Angst oder was? Was soll denn der Unsinn? Bäm. Okay, jetzt habe ich doch den einen einzigen hier gekillt, was ich jetzt nicht unbedingt hoffentlich verstehen muss. Wupp, wupp. So, jetzt machen wir den down. Du springst aus der Scheiße hier mal raus. Angreifen. Verhinderst mal, dass du jetzt hier deine gesamte Besatzung verlierst. Werde jetzt gibt es hier wieder kritischen Schaden, weil ich in dem Augenblick jetzt hier seine Jäger losgeschickt habe. Das war zumindest früher immer der Fall, wie wir ja alle wissen. Aber der letzte hier, ne? Macht halt gar keinen Schaden, ey. Das ist an so einem Schlachtschiff. Na gut, das war eine schnelle Runde. Das war wirklich schnell vorbei, meine Damen und Herren. So. Sieg. Sehr schön. Immerhin etwas. Oh Gott, diese anderen Flotten wieder aufbauen. Ey, das wird so wehtun. So, die Leute, das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Wir können mal kurz gucken, wie es aussieht. Ja, also ich würde mal behaupten, das wird schon funktionieren. Was ist das hier, das Sekundärziel? Auf dem Fall? Wieder irgendwie den Typen hier so einen komischen Schlachtplan wegnehmen. Ja, das werden wir definitiv nicht tun. Wahrscheinlich nicht mit Erfolg. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ne? Schöne Zeit. Tschüssi und...